Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Room Total War 2 mit Sparta. Und wir werden jetzt mal eine fette Belagerung machen. Also wir haben, glaube ich, gleich viel Einheiten. Oder, also wir haben 1900, er hat, glaube ich, 9, 2, 4, 300, ja, 500 weniger als wir. Wir könnten regen lassen, aber ich weiß nicht. Ich glaube, die Türme schießen trotzdem Brandpfeile. Aber ich will es mal nochmal herausfinden, weil ich es nicht ganz genau mehr weiß. Gut, also wir können ihn hier unten angreifen. Ist eigentlich auch ganz attraktiv. Wobei, dann schießt der uns, das haben wir mal verteidigt, nicht? Da hat er auch hier angegriffen und dann habe ich mich hier oben hingestellt. Das war cool. Das hat Spaß gemacht. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich werde aber hier angreifen. Und zwar der hier kommt weg. Ich tausche mal die beiden. War das gerade gescheit? Ja, doch. Weil die da, also die Türme gehen hier hin und die brauchen am meisten Schutz. Die Leitern, zwei gehen hier hin. Nein, Entschuldigung. Das war falsch. Die zwei gehen nach da. Und die zwei gehen nach hier. Genau. Und die da kommen jetzt auch hinterher. Super. Sparta. Es nähert sich feindliche Unterstützung. So, zum Glück hat er seine Artillerie nicht gescheit aufgestellt oder nicht geändert, weil am Anfang stand ich ja hier. Okay, er hat jetzt noch eine Verstärkung bekommen, aber das ist ja an sich jetzt nicht so die Welt. Hier gehe ich dahin. So, und dann kann ich vorspringen. So. Aber hier sind ja auch reichlich wenig eigentlich. Was mir gerade. Also an sich gefällt es mir, aber ich bin etwas verwirrt. Ja, euer Schaden 4%. Ja. Das finde ich schade, dass die das gemacht haben. Also, dass es immer noch so krassen Feuerschaden gibt. Also, krass ist es jetzt nicht. Aber, also, okay, dass die Brandpfeile schießen können, ja. Okay, also, ich meine, die sind in einer geschützten, also, die sind geschützt und alles gut. Also, das stört gar nicht. Aber, dass jetzt, die Sachen anfangen zu brennen und so weiter. Da muss ein bisschen mehr dazu als jetzt nur Brandpfeile. Also Brandpfeile sind ja allgemein ein bisschen in Spielen zu overpowered. Die waren ja überhaupt nicht so krass.
Also die waren eigentlich nur krass bei Belagerungen und gegen so Strohhütten. Da waren sie richtig heftig, aber sonst. Nein. Wartet dann ein bisschen. Sehr schön. Alter, meine Einheiten schießen eigentlich nur meine eigenen Einheiten weg. Die Männer wanken. Ja, Zeitsport drauf. Unser General wird angegriffen. Ich gehe mal hier hoch. Wir haben einen Turm eingenommen. Jetzt halt ihr dran. Zu euren Diensten. Zu euren Diensten. Wow, der hat nur noch 15 Einheiten. Wow. Natürlich heftig. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Hm. Ah, wir sind Piken, oje. Wir sind auch Piken. Uiuiui. Die Einheit ist umgekommen. Ist natürlich nicht so schön. So, ihr geht auch außen rum. Sind auch Piken. So, hier kommen halt jetzt die, was auch nicht ganz so toll ist, aber okay. Ja, hier kommen jetzt die. Da muss ich schauen, dass ich zuerst da bin. Da muss ich zuerst da sein. Junge, es ist nur noch einer und der überlebt halt. Oder also der überlebt, also ja, der überlebt, aber vor allem ja, wankt der nicht, was extrem krass ist. Okay, wieso ruckelt es gerade? Was ist da los, ha? Wieso ruckelt es? Du hast überhaupt keinen Grund dazu. Wir
Wir haben einen Turm eingenommen. Oh, da muss ich schauen, dass ich da schnell... Nicht so heftig. Schieß mal daran. Stehen die auch gescheit? Glaub schon. So, mit dem Gänsemarsch. So, die gehen jetzt auch mal hier hin. Das sind die ganzen Verwundeten. Die Schlacht wendet sich zu unseren Gunsten. Gut, also hier ist alles in Ordnung. Hier stelle ich mich mal so auf, damit die hier hinschießen. Das sind Plänkler. Wie geht's? Weg da. Plänkler sind nicht so sehr willkommen. Unsere versteckten Einheiten wurden entdeckt. So, sehr schön. Das nehmen wir auch ein. Ist auch gut. Ist auch gut. Oh. Das ist nicht gut. Dann geht mal dahin. Nehmen wir jetzt mal die Türme ein. Die Tore. So, aber ich glaube, der Turm, da kümmert sich schon drum. Oh, der Froschmann. Wir haben einen Turm eingenommen. Boah. Der feindliche General ist tot. Das ging ja schnell. Das war es jetzt auch. Nochmal kurz reinschatschen. Jetzt schnell weg. Wegen den Turm. So. Super knapper Sieg. Ja, also die ersten, die draufgegangen sind, sind halt draufgegangen. Ne? War nicht ganz so toll. Ah. Ja. Das tut halt sehr weh. Das tut halt sehr weh. Na schön. Aber ich erober das. So. So. Ja, so. Gut, also hier habe ich noch einiges, was ich noch nicht gebaut habe.
Rinderfarm. Ja. Das ist eine Fullstack-Armee. Und das ist gerade nicht so schlimm. Ui. Uiuiuiui. Ja, dann habe ich nächste Runde alles wieder. Die Frage ist natürlich, ob das alles ist, was ich hatte. Oder nicht, aber ich glaube ja. Ich meine schon. Gut. Genau hier, das muss ich wieder einnehmen, ist aber kein Problem. Da oben die feindliche Armee ist auch kein Problem. Hier, das ist auch kein Problem, da gehe ich nächste Runde hier hoch. Du schaust mal, was in Belz ist. Da ist nichts. Ah, hier ist noch was, aber da gehen meine Verbündeten hin. Wunderbar. Kann ich den irgendwie sabotieren? Nö, kann ich nicht. Okay. Die Unbesiegbaren bekommen was. Genau, die Armee. Wohlstand, Forschungsrate, Zoll, Geheimaktion, Verstärkungsrate ist gut, aber ich nehme die Militärbuhren. Hätte ich natürlich nicht gemacht, ich habe aus Versehen hingeklickt. So, du bekommst nichts, weil du ein feindlicher General bist. Und wir können noch in einer Provinz was machen. Die machen wir in Ägypten. Und zwar die Loyalität. So. Ich könnte jetzt auch wieder eine neue Armee gebrauchen. Die Frage ist vielleicht in Form einer 8000. kleinen Geldspende. Ein Zeichen, vielleicht in Form einer kleinen Geldspende, würde ein anderes Licht auf euch werfen. Ein Zeichen, vielleicht in Form einer kleinen Geld... Nee, das muss jetzt nicht sein. Das muss jetzt nicht sein. Ich bin mal sehr gespannt, ob wir Sparta durchspielen können, bevor wir... Okay, das will ich sehen, wie er es schafft, schaffen will, gegen drei Pikiniere. Also er hat hier Fernkämpfer und vor allen Dingen er hat sehr viele Speerwerfer. Ich glaube, die Schildkrieger haben sehr viele Wurfspeere dabei. Wenn er die gut einsetzt, habe ich natürlich keine Chance, aber ich will es mal sehen. Ja. Mhm. Das Typische. Piken bereit. Spartanische Piken. So. Die Kavallerie geht mal hier. Und ich gehe ein bisschen zurück. Ein bisschen vorspulen.
gehe hier mal weg. Und verstecke mich mal. Oh, shoot. Ihr habt hier einen. Ja, verdammt. Unser General wird angegriffen. Ich hab die vergessen. Das ist natürlich sehr ärgerlich. Ich will einfach nur vorbei. Lass mich hier einfach. Ich will euch nicht angreifen. Ich gehe einfach mal hier vorbei. Entschuldigung, dass ich euch gestört habe. Ich gehe einfach mal hier vorbei. Es hört mal auf zu schießen. Ich mach doch gar nichts. Alles gut. Alles gut. Schön ruhig. Wie viel. So blöd. Der ist ja immer noch hinter mir her. Dann schalte ich hier mal rein. Also mit Kavallerie kann man in die KI sehr irritieren. Das ist sehr spannend. Geht mal weg da. Los. Ach so. Das sind ja auch, ist ja auch eine Kavallerieeinheit. Das sind seltener Schwertkämpfer gegen Rilkische Hobliten. Mal schauen, wer gewinnt. Die Wettkasse ist geöffnet. Hier wird schon sehr viel, sehr gut reingehauen. Das ist wichtig. 92 zu 106. Okay, keine Chance. Einmal rein, charge. Sehr schön und schön wieder raus. Jetzt steht es 81 zu 90. Ja. Ich erwarte eure Befehle. Wir erwarten eure Befehle. Bürgerkavallerie. Ich gehe nochmal zurück und charge dann nochmal rein. Wo ist der denn jetzt wieder hin? Wieso ist der da rausgegangen?
Also ich meine, ich habe nichts dagegen. Ist alles fein. 69 zu 75. Aha. Zu Befehl! 61 zu 69. Nein, ihr sollt nicht eure eigenen Pferde töten. 60, 64. Mhm. Oh, jetzt kommt er wieder, weil ich den Marktplatz wieder eingenommen habe. Jetzt kommt auch seine Kavallerie. Und nochmal seine Kavallerie. Und macht einen schönen Keil draus. Ich muss nur die erobern und dann bin ich zufrieden. Ja, aber kann ich. Ah doch, sehr schön. Gut. Das war very important. Jetzt ist die Frage, wohin? Hier komme ich nicht mehr rauf. Ich gewinne. 43 zu 49 zu 37. Ah, die sind weg. Ah, das ist in Ordnung. Oh, ich habe aus Versehen den Plänkler-Modus angemacht. Unsere Männer fliehen vor der Stadt. Das ist ein schändlicher Anblick. Das Richtige. Wieso hat er sich wieder gefangen? Wurde der wieder von denen. Hä? Wieso hat er sich wieder gefangen? So ein Scheiß, der hat doch schon gewankt. Ist doch schon gewankt. Ich platz mal den Tausch. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Zu Befehl! Schnelles Marschieren! Ja, denn das war sehr ärgerlich, dass ich die vergessen habe hier oben. Hätte ich sehr gut hier gebrauchen können. Ja, wir stehen gescheit. Schön, jetzt schießen die auch gut rein. Haben auch schon einen getötet. Wahrscheinlich nicht, weil das die waren. Ist krass, wie gut die Veteranen-Schildkrieger gegen so eine Phalanx ankommen. Ist schon nicht schlecht. Ich will auch jetzt die Jugendlichen nicht benutzen, um ganz außen rum zu gehen. Um hier zu unterstützen. Ich warte, bis die da weg sind. Die sind auch bald tot. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein Shame on you. Anblick. Hm.
Das hat er sehr gut. Das hat er sehr gut gemacht. Bitte dir mal. Kommen die nächsten. Wieso schießen die nicht mehr automatisch? Und wohin geht ihr jetzt? Wieso hat er sich wieder gefangen? Das ist sehr interessant. Ja, was macht ihr da gerade? Die wollen nicht angreifen. Ja, jetzt greifen die an. Ne, wollen sie nicht. Ja, jetzt. Okay. Also. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Da können wir mal. Das ist ein schrecklicher Anblick. Also. Vorsprung. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher. Die war nicht ganz so gut, wie ich dachte. Beziehungsweise die haben schon gut Damage gemacht. Ja, 126. Mit den Gegner ist schon ganz gut. So, dann haben wir dieses Mal auch nur eine Schlacht gesehen, das, oder? Ich glaube schon. Das tut mir auch leid. Wir werden aber dann nächstes Mal einfach weitermachen. Wir schauen noch kurz, was der Gegner macht. Und dann, ja, machen wir für heute Schluss. Der hat halt spartanische Pikiniere. 4 Stück. Hier eine. Gut, das kämpfen wir trotzdem, aber dann nächste Runde. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Wir werden auf jeden Fall schauen, dass wir mit der Kavallerie viel machen. Gut, bye bye.